Bei schönem Wetter auf Stanzenhorn fahren ist kein Kunststück. Aber bei Huddelwetter dort auffahren muss schon ein bisschen angefressen oder einfach neugierig sein. Neugierig auf eine Seilbahn, die einzigartig auf dieser Erde ist. Die Stanzenhornbahn, die einzige Cabrioletbahn der Welt. Zuerst geht es einmal mit der Schienenbahn via Seilzug zur Mittelstation zur Kälte auf 714 Meter über dem Meer. Dabei hat sie eine durchschnittliche Steigung von 17% und eine maximale Steigung von 27,5% zu überwinden. Dann ist sie gekommen, die Drahtseilbahn, wo du kannst aufs Dach steigen. Sie ist etwas ganz Besonderes. So ist sie nicht nur auf einem Seil aufgehängt, sondern läuft auf zwei Seilen und bei den Masten geht sie ganz sanft drüber. Wir sind voll vom Nebel in den Schnee aufgefahren und das im Mai. Oben ankommen kann man etwas zur Stärkung nehmen und dann erzählen die freundlichen Ranger uns über die Entstehung von der ersten Seilbahn mit all diesen damaligen schwierigen und technischen Situationen. Die Übermittlungstechnik ist über elektrische Glocken vonstatten gegangen und sogenannte Wundertechnik, dass die Bahn nur mit einem Seil auf- und abgezogen worden ist und vor allem, wie sie die beiden Bahnen gekreuzt haben. Jetzt schauen wir uns die Entstehung der neuen Seilbahn an. Ein Video von der Firma Garaventa. Ein Berg erhält eine neue Bahn. 2011 erhielt Garaventa von der Stanzenhornbahn den Auftrag, eine neue Luftseilbahn zu erstellen, welche in ihrer Art außergewöhnlich sein sollte. Eine Weltneuheit. Eine Cabriobahn. Die Herausforderung für Garaventa ist groß, denn die Bauzeit über die Wintermonate ist knapp bemessen. Das Bahnprojekt ist in seiner Art außerordentlich komplex. Eine rollende Planung, welche weit in die Realisierungsphase hineinragt, ist unausweichlich. Während die Bauarbeiten an den neuen Stationen auf dem Berg und im Tal bereits in vollem Gange sind, wird noch immer an Details und Feinheiten der neuartigen Kabinen gefeilt. Schon wenige Wochen nach Baubeginn zeigt sich das Ausmaß der neuen Bergstation auf 1800 Meter über Meer. Aus Rücksicht auf das Landschaftsbild wird die Architektur den topografischen Verhältnissen angepasst. Zeitgleich mit dem Bau der Stationsgebäude entstehen bei eisigen Temperaturen die speziell fürs Cabrio konzipierten Masten der Cabriobahn. Nach einem ausgeklügelten Plan wird die Bahntechnik in der optimalen Reihenfolge auf den Berg geflogen. Schnee und Eis dürfen dabei keine Rolle spielen, denn der Zeitpunkt der Bahneröffnung rückt immer näher. Der Transport der tonnenschweren Tragseile von der Ostschweiz nach Stanz erweist sich als eine besondere Herausforderung. Straßen müssen für die nächtlichen Durchfahrten gesperrt werden. Bei Stanz kommt schließlich ein Spezialfahrzeug zum Einsatz, um die gewaltigen Seilbobinen hoch zur Talstation Chelti zu transportieren. Bei winterlichen Temperaturen beginnen die Seilbahntechniker von Garaventa mit dem Einzug der Tragseile. Zeitgleich werden bei der Firma Gangloff in Bern die Kabinen der außergewöhnlichen Cabriobahn aufgebaut.
die besondere Zielsetzung, das Gewicht der zweistöckigen Kabinen muss möglichst tief gehalten werden. Am Stanserhorn hat das Einziehen der Zugseile begonnen. Zur selben Zeit werden in den Hallen von Caraventa in Goldau die Tests am ausgeklügelten hydraulischen Stabilisierungssystem der Kabinen eingeleitet. Die Vorgaben an die Ingenieure sind groß, denn die Bahn soll dereinst den Passagieren ein außergewöhnliches Fahrgefühl vermitteln. Rund 5 Monate sind seit dem Baubeginn der Cabriobahn vergangen. Zunächst über Autobahnen und Hauptstraßen, dann schließlich über schmale Waldwege am Stanserhorn werden die beiden Cabriobahnkabinen mit Spezialfahrzeugen zur Talstation Chelti transportiert. Der Einbau der Kabinen in die Bahntechnik beginnt. Die Laufwerke sind bereits montiert. Mit höchster Präzision werden Kabinen und Laufwerke zusammengefügt. Beim Bau der Cabriobahn beginnt einer der schwierigsten Arbeitsschritte: das Spleißen der Zugseile. Das spezielle Bahnsystem verlangt durchgehende Zugseile ohne Verbindungselemente. Dabei werden beide Enden der Seile nahtlos zusammengefügt. Der Eröffnungstermin der neuen Cabriobahn rückt näher. Im Maschinenraum laufen die letzten Vorbereitungen. Auf den Cabrio-Kabinen wird die Elektronik letzten Prüfungen unterzogen. Die Cabriobahn auf das Stanserhorn ist fahrbereit. Das Publikum bestürmt das Oberdeck. Die Fahrt kann beginnen. Im Maschinenraum drehen sich die gewaltigen Antriebsräder. Die Cabriobahn fährt. Eine Weltsensation bewegt sich hoch auf das Stanserhorn. Eine Weltsensation made in Switzerland. Eine Weltsensation aus den Werkhallen von Caraventa. So, jetzt wissen wir, was es gebraucht hat, um die Touristen auf dem Weg zu Stanserhorn eine bleibende Erinnerung zu geben. Wir fahren jetzt wieder runter ins Tal und schauen an, der Himmel hat sich aufgetan, sodass wir doch noch mit so einem Ausblick belohnt worden sind.